Hi, hallo, da bin ich wieder. Ne? So, und jetzt kicke ich mal ein Video, wo ich mich nicht so zurückhalten brauche. Interessant. Sehr interessant. So, wir bleiben in der Leung-Ting-Ecke. Sehr, sehr interessant. Ne, after Onkel Ronny hier mit seinem A-Team. Ne? Und Norbert Madai hier mit der Eastern EWTO. Okay. Jetzt Hongkong WT, ne? Mit Chris Collins. So, warum brauche ich mich bei Chris Collins nicht zurückhalten? So, das ist ganz einfach, so, weil der das abkann. Ne? Der ist aus der Fighting Culture. Ne? Ist selbst US-amerikanischer Staatsbürger. Ne? Ein Elternteil US-amerikanisch, ein Elternteil chinesisch. So, dass daher vielleicht auch so die Passion für die Kampfkünste kommt. Ne? So seit seiner Jugend, ne? Highschool-Zeiten. So, ne? Boxen trainiert, Kickboxen trainiert, Ringen trainiert. Ne? Ist war auch Bouncer hier in Nachtclubs, hier in den Nightclubs. So, und ist dann auch mit Wing Chun in Berührung gekommen. Ist dann zum Militär gegangen, der war bei den Marines. So, und nach seiner Militärzeit ist er dann nach Hongkong übergesiedelt und hat sich so auf seine Wing Chun-Studien dann konzentriert. So, ne? Unter Leung Ting seiner Organisation, sein Lehrer war Cheng Chan Fuan. So, das Interessante, Cheng Chan Fuan war ja kein Schüler von Leung Ting, sondern ein Mitschüler von Leung Ting. Ja? Also das heißt Cheng Chan Fuan mit Leung Ting unter Leung Shoing. Ja, Cheng Chan Fuan ist aber wahrscheinlich mit Leung Ting dann mitgezogen, aus Freundschaft, Loyalität oder weil er vielleicht auch ein bisschen das Potenzial für das Business gesehen hat. So, ne? Somit hat Chris Collins also eine sehr fundierte Leung Ting WT Ausbildung. Ne? So, hat dann parallel mit dem Jiu-Jitsu angefangen, ist ein legit Black Belt in Jiu-Jitsu, ne? Und trainiert philippinischen Waffenkampf, Kali hier. Ne? So, hat wahrscheinlich gesehen, so, ne? was das A-Team hier von der EWTO mit Eskrima so machen, ne? Und hat sich dann Kali geholt. So, für mich ist das so dasselbe, mögen die Experten beurteilen, was die Unterschiede zwischen Kali und Eskrima sind. So, ne? So waren die Wing Chun Waffen gar nicht notwendig, so, ne? Kommst du auch nicht ran, einfach so, ne? Kostet auch viel Geld und so. Hat er einfach mit Kali kompensiert, so, und war für ihn natürlicher Übergang, weil er sowieso aus dem maskulinen Stil kam, mit dem Kickboxen, ja, Boxen, ne? So, und diese Erfahrungen aus der Fighting Culture mit dem Boxen, mit dem Kickboxen, mit dem Ringen, mit dem Jiu-Jitsu, ne? So, das hat sein Wing Chun Training beeinflusst, so, nachdem er selber Lehrer so war, ne? So, das heißt, der hatte zwar immer noch so Benimmregeln, aber die waren viel, viel aufgelockerter, als er das selber unter Leung Ting und Cheng Chan Fuan erlebt hat. So, ne? So, der ist zwar immer noch straight in die Leung Ting WT-Richtung, das heißt, das Programm lernen, ne? Und dann durch die Chisau-Sektion, aber mit Fokus hinein ins freie Chisau. So das Ganze schnell, dynamisch, explosiv. Ne? So, aber Chris Collins ist kein Wing Chun Fighter. Nein, doch. Der ist ein MMA-Fighter, der auch Wing Chun machen kann im Wing Chun-Training. Nein, doch. Oh. Der verkauft ein Produkt, ne, was er aber zu Hause lässt, wenn er selber in die Schlacht zieht. Ne? So, weil da sind seine Werkzeuge dann so das Kickboxen, das Ringen und das Jiu-Jitsu. Ne? So, jetzt eigentlich noch schlimmer ist, dass er aus der Schlacht, ja, ein Werkzeug, das Jiu-Jitsu, mit zum Wing Chun Training bringt und es da als den wichtigsten Faktor einbaut. Ne, so, die starten zwar immer so in diesem freien Chisau, ne, und da stehen zwei Leute gegenüber, die alles aufeinander feuern. So, ne. Ich persönlich vermisse da natürlich den Sinn und Zweck des Chisaus, die Trapping Arms. So, wobei der Druck auch zu schwach ist, sodass da über Striking gar keine Kontrolle oder aufgebaut werden kann. Oder sogar, wie heißt das, eine Unterwerfung erzwungen werden kann durch das Striking. Ne. So, das regelt dann immer das Jiu-Jitsu. So, es tut mir leid, das sagen zu müssen, aber das Wing Chun ist so total überflüssig. So, kannst du halt Geld sparen, so gehst direkt zum Jiu-Jitsu und lernst halt anständig. Ne, dann kannst du über das Arme springen, so drüber weggehen, in den Clinch, ja, den forcieren, ne, Takedown holen, dann wegchoken. So, ne. Also, das brauchst du in der Rechnung Kampf, brauchst du das Wing Chun dann nicht, wenn das Jiu-Jitsu fokussiert ist. So, ne. So, es sei denn, du bist bei Chris Collins beim Jiu-Jitsu angemeldet und kriegst als Gimmick das Wing Chun Training an die anderen Tage einfach so umsonst mit dazu. So, ja, dann kannst du das aus Jux und Dollerei, kannst das machen, da musst du aber bewusst sein, dass du das nur mit anderen Wing Chunern so machen kannst, ne, oder mit untrainierten Leuten, ne. So, wenn du gegen trainierte Gegner stehst, Kickboxer, MMA-Striker, ja, so, dann brauchst du ja schon Training, was auf realen Druck und Widerstand ausgelegt ist,
Und das ist ja hier gar nicht der Fall. Ne? Also weil auch der erste Arbeitsschritt aus der kontaktlosen Distanz einfach übersprungen wird und der hauptsächliche Fokus auf dem Kontakttraining, ne, mit diesem Chisau liegt so. Ja, und weiter, weil der Druck einfach zu schwach ist. So, ne? Ja, so, das ist gar nicht möglich, den Gegner durch das Striking sportlich zu unterwerfen. Ohne das Jiu-Jitsu wäre das ein ewiges Armejagen. So, ne? Du brauchst also schon Training, was auf realen Druck und realen Widerstand ausgelegt ist. So, und das ist bei Chris Collins leider nicht das Wing Chun. Ne? If he made it legit, his business is gonna go down. So he sells a dream. So was macht Chris Collins, wenn er realen Druck und Widerstand ausgesetzt ist? Er macht Kickboxen so. Das ist sehr traurig. So, ich glaube, Chris Collins macht das nicht so mit Absicht, weil für ihn regelt sich ja jegliches Problem. Ne? Wenn der irgendwo Vollkontakttraining macht, so, dann ist er eh am Boxen und am Kickboxen, so dass er aus diesem Training mit diesen Distanzen umgehen kann. So, ne? So, aber seine Schüler halt eben nicht so. Ne? Solange die dann da in der Wing Chun Schule bleiben, so, ne? Ist halt okay, wenn die keine Probleme haben. So, ne? Aber sobald die mit trainierten Gegnern stehen, Kickboxer, MMA Striker, so, dann ist das schon ein großes Problem. So, dann würde denen nur wieder das Jiu-Jitsu aus der Patsche helfen. Da wären wir wieder dabei, dass das Wing Chun sich einfach nicht lohnt, so, weil du es so nicht verwenden kannst, so, wie das da trainiert wird. So, ne? Da bist du besser am Start, so, wenn du einfach das Jiu-Jitsu-Training machst so, und da fleißig bist, und dann ist das so. Ne? Das ist aber schon etwas. Das ist aber schon etwas. So, ich wollte die Kinofilmnummer hier gar nicht erwähnen, so, ne? So, aber die Welt da draußen sieht Chris Collins auch nicht so als diesen Wing Chun-Typen. So, ne? Ja, also der hat angefangen schon als Bad Boy-Kickboxer in Leung Ding seine Bücher. Immer so zu posen und wo dann der höher Graduierte gezeigt hat, gucke so, klatsche ich den weg, so mache ich. Das hat er dann auch später auf dem großen Screen geschafft, bei Ip Man 4. Da war er dann auch der Bad Boy Karate-Typ, der dann gegen den Wing Chun stand. So. Ist gar nicht so weit hergeholt zu sagen, dass Chris Collins nicht wirklich ein Wing Chun Fighter ist. So, ne? Fighter ja, aber nicht Wing Chun. Somebody won't tell me. So, das Wing Chun bei Chris Collins ist halt ein cooles Leung Ting Wing Chun, so, ne? Ich sag mal, innerhalb der Non-Fighting Culture ist das schon sehr weit oben angesiedelt, so, ne? Was so Geschwindigkeit, Athletik und Explosivität angeht. Und gerade auch das freie Chisau, ne? So, das kommt alles aus dieser Richtung, ne? Da gibt's auch starke Leute in den Niederlanden hier, ne? Tide Postma, viele Grüße, ne? Es gibt einen Tschechien-Ableger hier, Gavelin aus Dänemark. So, das ist halt, wie gesagt, innerhalb der Wing Chun Community und innerhalb dieser Wing Chun Trainingstrukturen, so, ne? Diese klassischen. Ja, so, da machen die ganz oben mit, so, ne, durch diesen Touch von Jiu-Jitsu, den der Chris Collins da noch mit reinbringt. So, für die Selbstverteidigung sind die alle fit, ne, so, da regeln die das dann auch so, wie es sich gehört, mit dem Jiu-Jitsu und nicht mit dem Wing Chun. So, grundsätzlich haben die alle Potenzial, nur so meine Empfehlung, um deren Wing Chun auf ein sportlich hohes Level zu bringen, ne, so auf ein Fighting Culture Level, ja. So wäre die Trainingskomponente ein bisschen auszubalancieren. Ne? Dieses exzessive Kontakttraining mit dem Chisau, ne? Ein bisschen ausbalancieren mit der kontaktlosen Situation, was ja die eigentliche Ausgangslage ist. Zwei Duellanten, zwei Kämpfer stehen sich gegenüber und bewegen sich aufeinander zu, bewegen sich im Raum. Und dann müssen erstmal die Basics abgerufen werden. Sion Tau, die Fauststöße, variabel durch die Quento-Boxform. Ne? So, da kommen dann Paxau-Eingänge dazu mit Faxau, Lapsau-Eingänge mit Faxau, ne? Bevor dann Champion die Kickarbeit addiert, ne? Bevor dann die eigentliche Kontaktsituation entsteht, ne? Wo wir dann das Wesentliche, was wir aus dem Cheeser rausnehmen, umsetzen wollen, die Trapping Arms. Ne? Das heißt, kannst du im Fonsor reinknallen oder nicht? So, weißt du, so, wenn nicht, so, dann brauchen wir gar nicht über alle anderen Variablen aus die ganzen Sektionen sprechen hier. So, ne? So, und wenn diese Grundlage geschaffen ist, so, ne, dann kann man sich als Backup das Jiu-Jitsu noch in der Hosentasche behalten. So, das heißt im Gesamten, dass da auch der Druck angezogen werden muss, so dass es möglich ist, mit dem Wing Chun Striking den Gegner sportlich zu unterwerfen, ne? Indem man halt diese Deuttreffer, diese Berührungen halt durch Wirkungstreffer austauscht. So, ne? Da darf sowas jetzt hier kein besonderer Fauxpas sein. So, ne? Oh, Entschuldigung, ich habe so hart geschlagen. Und so, ne? Also das sind Dinger, so, die man in einer 3-Minuten-Runde muss so 120 davon bringen. So, ne? Also, okay. Wenn der Angriffsdruck steigt, so, ne, dann ist der Verteidiger ja gezwungen mitzuziehen. Ne? Das heißt, die können sich dann so hoch treiben gegenseitig. Ne? So, um dann am Ende so die Gesamthandlung so, ne, auf Vollkontakt-Level zu bringen. Vielleicht nehmt ihr ja ein paar Tipps an, so, und könnt dann auch auf der Wing Chun Baimo Championships starten hier für den Champion-Gürtel hier.